Es gibt so einen Mythos, dass der CCC eigentlich nur zum Verein wurde, zum Eingetragenen, weil sonst nur als Alternative die kriminelle Vereinigung geblieben wäre. Und um die Vereinsgründung und wie man das Ganze macht, wie man Vereine gründet, wie man das richtig macht, dafür haben wir uns zwei Speaker eingeladen. Das ist der Torben Dittmar und der Samuel Brinkmann. Die zwei, die machen ein Chaos-Treff in Flensburg. Da kommen sie auch her und werden uns jetzt ein bisschen erzählen, wie man Vorstände wählt, Kassenwerte wählt, was die alles so machen müssen. Gebt doch mal eine Runde warmen Applaus nochmal für die beiden und viel Spaß. Ja, erstmal von uns auch ein Moin und herzlich willkommen, dass ihr da seid. Denn unsere ganze Geschichte, wie wir uns gegründet haben, fängt so ein bisschen an wie jetzt hier. Nur ein anderer Ort, das war noch in Hamburg. Wir waren irgendwie zusammen als Flensburger Gruppe auf dem Kongress und haben uns gesagt, das ist richtig toll hier. Tolle Menschen, überall gibt es richtig coole Projekte, man kann voneinander lernen, alles blinkt. Und haben uns gedacht, genau das Gleiche wollen wir irgendwie auch in Flensburg haben. Das wollen wir irgendwie auch mit nach Hause transportieren. So dieses Gefühl, wir wollen nicht nur einmal im Jahr irgendwie drei voll coole Tage haben, sondern am liebsten everyday. Genau, und so haben wir uns halt auf den langen Weg gemacht und haben über mehrere Umwege halt den Chaos-Treff Flensburg gegründet. Damit ihr auch mal so ein bisschen so Gefühl habt, das sind wir so. Genau, so als Veranstaltung. Genau, und da geht es nämlich jetzt schon weiter, und zwar nämlich der Grund, warum solltet ihr überhaupt einen Verein gründen? Und ich glaube, das ist immer, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man sich, glaube ich, vorher stellen sollte. Für uns war es ganz klar, wir wollen irgendwie einen Hackspace haben. Hackspace ist, wie der Name schon sagt, da ist irgendwie so Space drin, man braucht also irgendwie so Räumlichkeiten, man will so gemeinsam Werkzeug haben, man möchte so gemeinsam Projekte haben. Und da ist es halt super cool, so einen eingetragenen Verein zu haben, weil der regelt nämlich genau das. Da kann man halt quasi gemeinschaftlich über so einen Mitgliedsbeitrag quasi so Miete bezahlen. Man kann Werkzeuge davon irgendwie anschaffen, man kann davon irgendwie Projekte finanzieren. Und das ist dafür einfach ein super Vehikel quasi. Es gibt natürlich noch andere viele coole Gründe, vielleicht einen Verein zu gründen. Das eine kann sein, wenn man sagt, ihr habt jetzt irgendwie ein Softwareprojekt und ihr wollt das halt irgendwie unterstützen und da vielleicht auch so finanzielle Mittel dafür zu sammeln. Das andere ist, wenn ihr sagt, ihr habt einfach nur Bock, kritische Infrastruktur zusammen zu betreiben oder generell nur Infrastruktur, da kann halt auch einfach der Verein genau der richtige Weg sein. Gleichzeitig sollte aber auch klar sein, dass so eine Vereinsgründung halt auch so Arbeit betrifft, gerade so in Deutschland. Das ist halt nicht so, dass man das so einmal macht und dann nie wieder irgendwie was davon hat, sondern es ist halt immer so ein bisschen Aufwand, gerade wenn man so größer wird und mehrere Mitglieder hat, ist es immer cool, wenn, oder braucht man halt auch Leute wirklich in der Vorstandsarbeit, die sich halt dann um die wichtigen Dinge kümmern. Aber gehen wir doch mal ganz am Anfang, und zwar nicht die Vereinsgründung. Und wir haben jetzt mal so das deutsche Beispiel rausgesucht, beziehungsweise wie es bei uns war. Und das ist alles so ein bisschen komplizierter. Deswegen haben wir jetzt unsere größte PowerPoint-Magic zusammengestellt, um das so ein bisschen anschaulich zu quasi visualisieren. Genau. Der erste Schritt, ihr braucht 7 Leute. Das heißt, für eine Vereinsgründung braucht ihr halt mindestens 7 Menschen, die dabei sind. Auch so ein Pro-Tipp von uns, sucht euch, redet vorher schon mit den Leuten, wie ihr euch das im Verein vorstellt. Wie soll so das Vereinsleben sein? Wie wollt ihr zum Beispiel mit Entscheidungen umgehen? Es gibt vielleicht einige Leute, die sind dafür, dass, sich nicht so häufig zu treffen oder vielleicht das ganz inklusiver zu machen. Und da sollte man auf jeden Fall viel mehr früher reden. Genau, wenn ihr erstmal diese 7 Menschen habt, die ihr mit euch den Verein gründen wollt, dann macht ihr so eine Art Gründungsversammlung. Das ist im Zweifelsfall das erste Mal, dass ihr zusammenkommt. Da braucht ihr auch schon ein Protokoll. Das heißt, es muss irgendwie einen Versammlungsleiter geben. Das ist halt schon alles so ein bisschen formeller. Und dort gibt es auch schon die zweite wichtige Sache, die ihr nämlich da braucht. Und zwar, das ist nämlich die Satzung. Und so wie sie gerade quasi runtergekommen ist, das ist, so wichtig ist nämlich auch die Satzung im Kontext eures Vereins. In dieser Satzung könnt ihr halt Dinge festschreiben mit, wie der Vorstand aufgebaut ist, der nachher sehr viele Entscheidungen treffen wird, wie die Mitgliederversammlungen ablaufen sollen. Das ist quasi euer höchstes Organ. Dort werden alle Entscheidungen getroffen. Aber halt auch so Dinge, was passieren soll, wenn der Verein vielleicht aufgelöst werden muss, wie es aussieht mit Eintritten oder Austritten. Und halt auch so eine ganz andere Sache, wenn ihr Mitglieder habt, wie viel diese bezahlen müssen. Und das ist, glaube ich, da ganz wichtig, dass man, dass ihr da, glaube ich, schon darüber redet und da euch vorher auch schon Gedanken macht, wie das aussehen soll. Da habt ihr aber natürlich auch den großen Vorteil, dass ihr halt nicht irgendwie quasi das Rad neu erfinden müsst, sondern ihr könnt euch angucken, was für Satzungen haben andere Vereine. Das haben wir zum Beispiel auch viel gemacht. Wir haben halt gesagt, wir wollen halt auch noch gemeinnützig werden. Darauf gehe ich gleich noch drauf ein. Und haben uns da erstmal quasi ein bisschen angeguckt, was schreiben andere Chaos-Treffs oder andere Hackerspaces ein. Genau. Und die haben uns dann halt angelesen und haben darüber diskutiert.
Das heißt, hier bist eure Gründungsveranstaltung mit den 7 Menschen und dort habt ihr natürlich ein Protokoll. Dort wird diese Satzung beschlossen, das heißt, die gilt dann auch für den Verein. Genau. Und da ist jetzt, genau auf dieser Gründungsversammlung, wählt ihr auch einen Vorstand und der kümmert sich jetzt nämlich gleich um das Nächste. Und zwar nämlich um eure Eintragung im Amtsgericht. Das heißt, ihr könnt nicht einfach nur sagen, 7 Leute zusammenkommen und sagen, wir sind jetzt ein eingetragener Verein, sondern ihr müsst mit eurer Satzung, mit eurem Protokoll zu einem Notar gehen. Den könnt ihr einfach im Internet suchen und finden und da einfach anrufen und sagen, wir würden gerne einen Verein eintragen. Das ist für die so ein bisschen Standardwerk. Und da geht ihr dann quasi hin, beziehungsweise der Vorstand, der sich darum kümmern soll, geht da hin. Und ab diesem Punkt kümmert sich quasi der Notar darüber, dass das im Amtsgericht eingetragen ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, so wie lange dauert dieser ganze Prozess, also von ihr seid beim Notar zu es geht irgendwie weiter, da könnt ihr Tage einplanen, aber ich würde eher so ein bisschen so mit Wochen rechnen. Ist halt immer noch so in Deutschland, das wird halt viel über Postwege geführt, das heißt, das dauert alles ein bisschen länger. Da kommt halt auch eine andere wichtige Sache, die ihr noch braucht, wenn ihr einen Verein gründen wollt, und zwar das ist nämlich eine Postanschrift. Da gehen nämlich quasi alle diese offiziellen Briefe hin, die ihr vom Amtsgericht bekommt, genau, die ihr dafür haben wollt. Das heißt, euer neuer Verein muss aber noch keine Räumlichkeiten haben. Ihr müsst zwar in der Satzung festlegen, wo euer Sitz ist quasi von dem Verein, aber dieser Sitz kann halt oder muss nur halt angegeben als Stadt. Das heißt, unser Vereinssitz ist halt Flensburg. Unsere Postadresse war kurzfristig mal so ein Postfach. Das war, glaube ich, nur so eine semischlaue Idee, weil da muss man da halt auch mal hinfahren, dieses Postfach ausleeren. Ansonsten fährt man da halt irgendwann mal hin, weil man wieder so einen Schlüssel gefunden hat und sich fragt, so, das ist gelb, das könnte das Postfachschlüssel sein. Dann irgendwie vor diesem Postfach steht und da irgendwie Briefe entgegenkommen und genau, das ist halt nicht so eine coole Sache. Das heißt, da könnt ihr einfach eine Privatadresse tatsächlich als Anschrift nehmen. Das muss halt nur irgendjemand sein, der diese Post dann im Zweifelsfall weiterleitet. Genau. Und dann, wenn ihr quasi das finale Feedback vom Amtsgericht bekommt, dann seid ihr ein eingetragener Verein. Uns ist das tatsächlich beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Da haben wir irgendwie so ein Feedback bekommen, da müssen wir noch irgendwas abändern. Das heißt, das kann halt auch passieren, dass die jetzt sagen, ihr habt da irgendwie noch so einen Formfehler drin oder so. Deswegen ist halt wirklich sinnvoll, sich da vorher gut Gedanken zu machen, was muss halt in die Satzung rein und wie müsst ihr das halt beschließen. Genau, der eingetragene Verein. Genau, das heißt, dann habt ihr quasi schon alles geschafft, was man so schaffen muss und könnt euch irgendwie einmal selber applaudieren, weil das ist halt irgendwie auch schon ein ganzer Akt. Eine Sache, die ihr halt danach dann quasi auch noch braucht, und das ist jetzt unsere Empfehlung so, ist halt wirklich ein Leitsordner. Denn das ist nämlich genau so ein Ort, solltet ihr wirklich haben, um halt alle Dokumente zu sammeln, die ihr von diesem Verein habt. Das heißt also, egal was ihr kriegt, egal ob das jetzt irgendwie ein Protokoll ist, heftet das weg in so einen Leitsordner. Ihr braucht es später irgendwann wieder. Ihr müsst es halt aufbewahren und das ist halt irgendwie so das Simpelste. Wir haben mittlerweile so eine Lösung, dass einige Dokumente natürlich auch eingescannt sind, aber wir haben halt auch noch so einen Leitsordner bei uns rumliegen, in dem man einfach alles einheften kann. Am liebsten auch noch strukturiert. Da freut sich dann die Person, die als nächstes da reingucken soll. Aber das ist irgendwie essentiell wichtig. Haben wir auf jeden Fall gemerkt. Eine andere weitere Sache, die ihr halt dann auch noch braucht, ist ein Bankkonto. Ihr könnt quasi für den Verein aus dem Bankkonto öffnen. Das ergibt dann Sinn, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie so Mitgliedsbeiträge, weil dann gehen quasi diese Mitgliedsbeiträge direkt aufs Bankkonto drauf. So ein Bankkonto könnt ihr nicht bei jeder Bank eröffnen. Da gibt es dann in der Regel auch Extratarife für quasi Vereine. Das geht aber zum Beispiel auch online irgendwie bei der GLS-Bank. Genau. Und in dem Zug, jetzt habt ihr quasi einen Verein. Alle 7 Leute, die bei der Gründung dabei waren, sind halt auch schon Mitglieder des Vereins. Wenn ihr jetzt weitergeht, wollt ihr natürlich vermutlich mehrere neue Mitglieder haben. Deswegen ist da halt auch wieder so ein Ding. Am besten schon bei der Gründungsversammlung macht euch Gedanken, wie soll euer oder einer von euch sollte halt so ein Mitgliedsformular erstellen, wo man quasi mit dem man Mitglied werden kann. Da ist halt auch nochmal so ein Tipp von uns, da solltet ihr am besten gleich noch so einen SEPA-Bereich drauf haben, dann könnt ihr jetzt so Lastschriften einrichten, weil sonst müsst ihr halt immer gucken, wenn ihr so monatliche Mitgliedsbeiträge habt, wurden die bezahlt, wurden die nicht bezahlt und das ist nachher auch so ein Aufwand, den ihr euch natürlich sparen könnt. Genau, Vereinsgründung. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt und zwar das ist nämlich die Gemeinnützigkeit. Das ist natürlich nur ein Symbolbild, aber ich glaube, das beschreibt das vielleicht ganz gut. Gemeinnützigkeit bedeutet, dass ihr zum Beispiel Spenden bekommen könnt und die Person, die das gespendet hat, kann das steuerlich absetzen. Gemeinnützig, wenn ihr quasi gemeinnützig seid mit eurem Verein. Es kann aber auch zum Beispiel bedeuten, dass ihr Software oder bestimmte Veranstaltungen oder Dienstleistungen deutlich vergünstigt bekommt. Deswegen kann es sehr vorteilhaft sein für einen Verein, wenn er gemeinnützig ist. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden,
weil wir halt auch viel Jugendarbeit machen oder viel Bildung im Technikbereich und dass da einfach ein großer Vorteil ist, wenn man halt sowas machen kann. Aber ein Verein ist nicht immer gemeinnützig. Das heißt, wenn ihr gegründet habt, dann seid ihr erstmal nur ein eingetragener Verein. Über die Gemeinnützigkeit entscheidet dann später nachher das Finanzamt. Das heißt, dort könnt ihr einen Antrag machen. Und da ist es halt primär wichtig, was in eurer Satzung drin steht. Das heißt, was für Zwecke habt ihr vor mit dem Verein? Wenn ihr sagt, ihr seid in diesem Bildungsbereich aktiv, dann ist das zum Beispiel schon ein Grund, warum man gemeinnützig sein kann. Es kann aber auch nachher sein, dass das Finanzamt euch zurückmeldet, okay, das ist uns vielleicht nicht klar genug oder das muss noch irgendwie mehr spezifiziert werden. Und dann kann es halt sein, dass da noch so ein bisschen so ein Briefwechsel folgt. Das heißt, da ist halt auch wieder so mein Aufruf, macht euch vorher Gedanken über die Satzung. Wenn ihr einen gemeinnützigen Verein haben wollt, dann guckt euch an, was haben andere gemeinnützige Vereine zum Beispiel in deren Satzung stehen, um das halt irgendwie umzusetzen. Wenn ihr jetzt gemeinnützig seid, reicht das quasi nicht nur einmal, das in die Satzung zu schreiben, wir sind gemeinnützig, dann ganz viele Spenden einzusammeln, das vielleicht selber auszugeben, sondern ihr müsst dann natürlich halt auch gucken, wofür gibt ihr euer Geld aus. Das heißt, ihr könnt dann halt auch nur für eure Zwecke halt Geld ausgeben und könnt halt nicht irgendwie Privatausgaben darüber irgendwie finanzieren und das versuchen, steuerlich abzusetzen. Das geht natürlich nicht. Die Pflichten, die man quasi so haben muss bei einem gemeinnützigen Verein, sind halt auch noch mal so ein Ticken höher als bei einem normalen Verein, weil man so halt auch dem Finanzamt halt immer wieder nachweisen muss. Das kommt halt irgendwann in mehreren Jahren quasi Abständen, dass man halt gemeinnützig ist. Wir haben das aber bis jetzt, glaube ich, schon quasi einmal bei der Gründung geschafft und danach schon einmal. Das heißt, also es ist jetzt kein Hexenwerk, es ist aber auf jeden Fall schon irgendwas, was man mit einbeziehen sollte. Wenn man halt diese Gemeinnützigkeit nicht dringend braucht, dann sollte man sie halt auch nicht unbedingt beantworten oder halt nicht beantragen. Ja. Ja, wunderbar. Und wenn es dann euch schon ein bisschen gibt, dann kommen wir zu einem weiteren Organ des Vereins, nämlich zu der Mitgliederversammlung. Wenn ihr dann eure 7 plus N Leute habt, die im Verein sind und dort tätig sind, dann müsst ihr nach eurer Satzung eine Mitgliederversammlung durchführen. Der Zeitraum, in dem das passiert, den setzt ihr in eurer Satzung fest. Wir zum Beispiel haben das so gemacht, dass wir uns einmal im Jahr dazu treffen. Ich meine, der CCC macht das alle 2 Jahre nur? Ja, alle 2 Jahre. Hier mal ein kleines Bild von unserer letzten Mitgliederversammlung mitgebracht und so. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ in eurem Verein am Ende so. Auch wenn ihr vielleicht denkt, so der Vorstand, das ist doch am Ende die Leute, die entscheiden. Denn am Ende wählt ihr zusammen mit all euren Mitgliedern als Mitgliederversammlung den Vorstand und besetzt sämtliche Posten. Ihr solltet diese Mitgliederversammlung gerade dafür nutzen, um halt diesen organisatorischen Kram zu machen so. Da kann man sich gut auch mal über die Finanzen unterhalten, dort werden die Vorstände gewählt, dort können auch solche Dinge wie die Gemeinnützigkeit noch mal ein bisschen ausgearbeitet werden, in welche Richtung ihr da gehen wollt. Aber am Ende entscheidet ihr damit als höchstes Organ, wohin es geht. Es gibt da so ein paar kleine Fälle zu beachten. Die meisten Vereine schreiben sich dann wieder Regeln für ihre Mitgliederversammlung in die Satzung. Das ist auch ganz gut. Gerade ob die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist, also ob genug Mitglieder anwesend sind, um Entscheidungen im Namen des Vereins zu treffen. Weil sonst könnte ich ja einfach jetzt in euren neuen Verein eintreten, selber sagen, ich berufe jetzt eine Mitgliederversammlung mit meinem Recht, das mir gegeben ist und wähle alles auf und ab, so wie ich lustig bin. Deswegen gibt es da meistens prozentuelle oder wirklich festgesetzte Zahlenquoten, wie viele Mitglieder da sein müssen, damit auch im Namen des Vereins entschieden werden kann. So eine Mitgliederversammlung ist auch wieder was ganz Offizielles. Da führt ihr Protokoll. Es gibt jemanden, der die Versammlung eröffnet. Wenn ihr Wahlen haltet, dann macht ihr macht wahrscheinlich bei eurer Mitgliederversammlung geheime Personenwahlen für den neuen Vorstand. Ihr müsst auch den alten Vorstand, wenn ihr einen neuen wählt, entlasten so und sagen, was ihr gemacht habt, war okay. Eure finanzielle Arbeit, das ist alles in Ordnung so. Denn am Ende, da kommen wir gleich noch zu, hat der Vorstand noch eher mal so mehr Verpflichtungen im Gegensatz zur Mitgliederversammlung und halt euch gegenüber zu berichten dann auch da drin. Und wenn dann alles ordentlich gemacht wurde, das Ganze durchgespielt wurde, dann wird das ganze Protokoll und alle dazugehörigen Papiere, die ihr sonst noch so angefertigt habt, nochmal schön weggeheftet. Der Versammlungsleiter bestätigt das Ganze nochmal und dann geht das Ganze auch wieder zum Notar, um zu bestätigen, entweder, dass ihr halt einen neuen Vorstand eingetragen habt oder auch, um die Mitgliederversammlung gültig zu machen. So. Ihr als Mitglieder habt dann natürlich vielleicht tolle Ideen, was ihr denn jetzt alles mit dem Verein machen wollt, wo soll es hingehen am Ende des Tages, aber da sagen wir ganz ehrlich, überlegt euch gut, ob ihr solche Themenfragen unbedingt in einer Mitgliederversammlung bearbeiten wollt. Zum einen wird es dann immer sehr langwierig, zum anderen wären da vielleicht kleine themenspezifische Gruppen besser.
Und auch alles, was ihr in dieser Mitgliederversammlung beschließt, kommt halt wieder in ein Protokoll, was dann wieder offiziell abgenickt wird. Und auch da wollt ihr euch keine Fehler erlauben. Deswegen überlegt euch gerade themenspezifische Entscheidungen in einem Plenum, in Arbeitsgruppen oder andersweitig zu lösen dann und wirklich sich auf den organisatorischen Teil in der Mitgliederversammlung zu beschränken. Wir machen das auch schon so seit unserer Gründung, dass wir halt, wenn wir eine Mitgliederversammlung haben, dass wir dann dazu einladen, wir kümmern erst um diesen ganzen Teil, schließen diese offiziell ab und gehen dann über nochmal in so eine themenspezifische Diskussion, die dann frei ist, in so ein freies Plenum. Aber zu Plenum und solchen Dingen gleich noch mehr, denn jetzt erstmal von unserem ersten Vorsitzenden, wir nennen ihn gerne L-Präsidente. Was macht dein Vorstand, Samuel? Was macht der Vorstand? Ja, das ist irgendwie auch immer schwer zu begreifen. Wir haben dafür uns so ein Symbolbild rausgesucht, um das, glaube ich, so ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist so ein bisschen Vorstandsarbeit, beziehungsweise ich glaube, das ist, was man sich so vielleicht vorstellt, was Vorstandsarbeit ist, wenn man es nicht selber machen muss. Am Ende des Tages ist es häufig so ein bisschen oder ein bisschen deutlich langweiliger. In der Satzung steht so ein bisschen drin, was der Vorstand machen darf. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, wie viele Leute was bestimmen dürfen. Ein Vorstand muss immer mindestens aus 3 Leuten bestehen. Einer davon ist halt der Kassenwart oder Schatzmeister, bei uns auch liebevoll Schatzi genannt. Diese Person hat so den anstrengendsten oder schwierigsten Job oder den Vorstandsposten mit der meisten Arbeit, weil diese Person ist halt für die Kasse zuständig. Und das muss halt alles dokumentiert werden. Also wofür gibt es Ausgaben? Wie sieht das aus mit den Mitgliedsbeiträgen? Das heißt, dass die ordentlich gezahlt werden. Gleichzeitig aber auch, wenn man zum Beispiel gemeinnützig ist, muss man am Ende des Jahres so Spendenquittungen ausstellen oder Belege, wofür halt das Geld ausgegeben wurde. Und das ist halt alles ziemlich viel Arbeit. Abgesehen davon hat jeder Verein, wie gesagt, 3 Vorsitzende. Das heißt, es gibt noch 2 weitere Vorsitzende. Bei uns haben wir uns entschieden für einen ersten und einen zweiten Vorsitzenden. Das hört sich erstmal gut an. Aber am Ende sind die 3 Vorsitzenden quasi gleichberechtigt, wenn es um Entscheidungen geht. Wir sind halt ein recht kleiner Verein, deswegen versuchen wir halt nicht so viele Strukturen zu haben, die uns halt behindern. Grundsätzlich kann halt jeder Vorsitzende bei uns bis zu 500 Euro selber entscheiden und ab dann braucht man quasi 2 Vorsitzende, die Dinge entscheiden können. Das macht es halt einfach, wenn man sagt, okay, wir brauchen ein neues Filament fürs Verein oder einen neuen Lötkolben. Das kann man halt so einfach dann quasi beschließen. Wir machen das trotzdem häufig so, dass wir haben so ein Chat-System, wo halt der gesamte Verein drin ist. Das heißt, mit denen sprechen wir das dann quasi ab und bereden das dann quasi und ein Vorsitzender kümmert sich dann darum, dass das dann quasi passiert. Wenn es jetzt aber so um offizielle Dinge geht, wie ein Bankkonto öffnen oder halt teilweise Eintragungen, da kommt es dann halt auch auf die Satzung drauf an. Deswegen ist halt auch so ein kleiner Hack, einfach eure Satzung auf eine Webseite tun. Dann könnt ihr nämlich, jeder, der verwirrt ist, ob jetzt irgendwie 1, 2 oder 3 Vorsitzende eventuell sogar kommen müssen, kann einfach halt auf diese Satzung gucken und sagen, dass und dann sagt euch halt quasi der Notar, ob man jetzt irgendwie zu zweit für die Eintragung kommen muss oder ob halt eine Person reicht. Genau. Das heißt, realistisch gesehen sitzt man halt häufig irgendwo beim Notar oder bei der Bank rum, kriegt schlechten Kaffee angedreht und darf halt irgendwie noch die kleinsten Süßigkeiten der Welt probieren und darf dann einfach so Dinge unterschreiben und muss dann dafür sorgen, dass die halt irgendwie ordentlich weggeheftet werden. Das ist halt so die Arbeit, so die Mindestarbeit, die man halt auf jeden Fall machen muss. Aber da sollte man sich auch wieder klar sein, so, das ist halt, hört sich jetzt so lustig an, bringt halt auch mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber ist halt am Ende des Tages auch noch Arbeit, die gemacht werden muss. Und dieses ganze Bürokratische muss halt irgendwie so begleitet werden. Deswegen macht euch halt auch Gedanken, wer halt vielleicht für die Vorstandsarbeit oder wer darauf Bock hat, so, weil das ist halt schon eine Verpflichtung, die man halt eingehen muss. Man hat halt auch so natürlich Verantwortung halt gerade für die Geldmittel, dass die ordentlich ausgegeben werden, dass die halt ordentlich nachgewiesen wird, wofür das Geld ausgegeben wird. Aber ansonsten ist das halt, wie gesagt, bei uns, wo wir versuchen halt, dass diese Vorstandsarbeit möglichst transparent ist, dass möglichst viel immer im Verein beschlossen wird. Das geht halt gerade bei unserer Größe mit 30 Mitgliedern. Und natürlich halt, ansonsten ist halt die Aufgabe halt eher dafür zu sorgen, dass halt die Mitgliederversammlungen passieren. Das ist halt da dem Fall halt auch nur Einladungen rechtzeitig rausschicken. Aber natürlich halt auch sich vielleicht Gedanken machen, ob andere Leute Satzungsanträge stellen wollen. Also das gehört halt auch zur Arbeit dazu. Genau. Aber jetzt wieder zum spaßigen Teil. Ja, meine Güte. Also ich möchte mich hier schon mal bei den englischen Zuhörern entschuldigen für diese Einführung in deutsche Vereinsmeierei.
wenn ihr noch zuhört, Respekt. Deswegen jetzt so, ihr habt einen Verein gegründet, ihr sagt, oh komm, jetzt endlich Hackerspace, Makerplace, was auch immer ihr wollt. Und die meisten Vereine brauchen irgendwie ja dann doch Räumlichkeiten. Ihr wollt eine Community bilden und ihr wollt halt vielleicht Arbeitsräume haben, aber auch einen sozialen Raum für euch haben, in dem ihr euch treffen und gemeinsam austauschen könnt. Wir haben dafür regelmäßige Treffen und haben dafür auch gleich gesagt, wir möchten gerne Räumlichkeiten haben. So. Und da geht so ein bisschen das Ding, als Verein hat man nicht unbedingt viel Geld, deswegen am Ende des Tages, auch im kleinsten Hackerspace ist noch Platz für große Projekte. So. Also hier auch kann man mal so ein Treppengeländer missbrauchen, wenn man mal keine richtige Werkbank hat in der Größe. So. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr euch Räumlichkeiten sucht, nehmt euch die Zeit, ihr findet was. Es gibt meistens tolle Kooperationspartner. Wenn ihr zum Beispiel ein Chaos-Treff gründet, dann guckt, ob es nicht schon einen Hackerspace oder Makerspace in eurer Stadt gibt, in den ihr mit hineingehen könnt. Falls nicht, sprecht mit anderen Kulturverbänden, mit anderen Verbänden, die Jugendarbeit fördern. Ja, wir selbst arbeiten zum Beispiel mit einem dänischen Kulturverein zusammen bei uns oben an der Grenze mit der dänischen Minderheit. Und da ist es auch so ein bisschen seine Fühler auszustrecken und zu hören, wo kann man vielleicht Kooperationen schaffen. Denn gerade am Anfang ist es für die meisten Vereine eher so ein bisschen unerschwinglich, jetzt sich selber komplette Räumlichkeiten zu mieten. So. Und da kommen wir auch halt wieder so zu dem Punkt Money, Money, Money. Ihr solltet euch schon ein bisschen Gedanken machen, wo wollt ihr hin mit eurem Verein, wenn ihr jetzt mehr so ein offener Treffpunkt seid, so ein bisschen ja so ein Stammtischgespräch sozusagen und ihr wollt euch eigentlich hauptsächlich mal so auf ein Bier und eine Pizza treffen und dann einmal im Jahr vielleicht noch eine Veranstaltung machen, dann könnt ihr vielleicht auch überlegen zu sagen, so, wir haben eher kleine Mitgliedsgebühren und haben eher so eine niedrige Hürde, um reinzukommen in den Verein. Wenn ihr jetzt eher an dem Punkt seid, dass ihr sagt, ihr wollt ordentlich Geld investieren, auch in weitere Werkzeuge, ihr wollt Räumlichkeiten mieten, ihr wollt größere Projekte fahren, mehrere Events im Jahr, dann solltet ihr auch überlegen, eure Mitglieder zu animieren, auch ein bisschen Beiträge zu zahlen, vielleicht Fördermitglieder gewinnen und eine flexible Struktur auch zu finden, sodass sich so ein bisschen das so, ich mag im Verein mich engagieren, aber ich mag das auch bezahlen, so, dass das so die Waage hält. Wir selbst machen das so, dass wir unseren Mitgliedsbeitrag freilassen. Wir empfehlen 10 Euro für neue Mitglieder als monatlichen Beitrag, lassen das aber vollkommen offen, was die Leute zahlen. Und am Ende des Tages gleicht sich das so aus. Dieses Chaos-Solidaritätsprinzip funktioniert auch da ganz gut. Ja, wenn ihr, ihr wollt natürlich auch, was ihr macht, wollt ihr so ein bisschen drüber kommunizieren. Und deswegen macht es Sinn, dass ihr irgendwie ein gutes Kommunikationsmittel habt. Da streiten sich so ein bisschen die Geister dran. Möchte man eine Mailingliste betreiben für seine Mitglieder? Möchte man vielleicht ein Chat-Tool benutzen wie RocketChat oder Slack? Oder möchtet ihr ein kleines Forum haben? Und da müssen wir so ein bisschen sagen, so, das ist halt auch eure Entscheidung. Das ist was ganz Persönliches, auch von der Gruppe, so von der Gruppierung, die ihr seid. Wir persönlich mögen Chat ein bisschen mehr. Wir wissen, andere Hackerspaces präferieren eher so Mailinglisten. Vielleicht war uns das auch so ein bisschen zu 90er, weil wir alle so junge Studenten sind, ich weiß auch nicht. Aber da probiert das einfach aus, probiert einfach mal verschiedene Technologien aus und dann werdet ihr schon was finden, wo ihr kommuniziert. Und dann habt ihr auch einen schönen Austausch. So, denn auch wenn wir uns vielleicht nur einmal die Woche regulär treffen mit dem Verein und einige Mitglieder nicht immer Zeit haben, stehen wir mit unseren mittlerweile 30 Leuten immer gut in Kontakt und sind irgendwie eine gute Clique geworden, so, die sich auch austauscht über lustige Dinge, Neues aus dem Chaos und die eigenen bescheuerten Projektideen. Damit nur nicht ihr einzeln vernetzt seid, können wir auch euch empfehlen, vernetzt euch mit anderen Gruppierungen. Es gibt meistens größere Interessensgruppierungen für das, was ihr macht. Im Bereich Hackerspace ist natürlich der Chaos Computer Club, also ihr macht schon mal was richtig, ihr seid hier auf dem Kongress so. Aber selbst, was wir auch erstmal lernen mussten, wir waren auch auf ein paar Kongressen, bis wir gemerkt haben, da gibt es noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten. Es gibt sowohl organisatorische Vernetzungsmöglichkeiten für Kassenwerte, für Menschen, die Mailinglisten betreiben, für Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber im CCC gibt es zum Beispiel auch das Regio-Treffen, wo sich die Regio-Vertreter mittlerweile 5-mal im Jahr treffen bei Veranstaltungen, um sich ein bisschen auszutauschen, was passiert im Chaos, wo wollen wir zusammen arbeiten im Chaos Computer Club. Und da kann jeder einfach hinkommen und sagen, so, ich will mir das anschauen, ich will Teil des Ganzen werden, ich will mich einbringen in das System und dann rutscht man auch ein bisschen tiefer so in diese Struktur mit rein. Leider war das Regio-Treffen jetzt auf diesem Kongress schon gestern so, aber ich kann euch das nur empfehlen, geht da hin unbedingt, macht euch schlau, das macht wirklich Sinn, gerade wenn ihr im Hackerspace-Bereich unterwegs seid. Erschlagt euch nicht mit Tools. Eine Mailingliste oder ein Chat und vielleicht ein guter Kalender tun es aus, um euch zu organisieren und dann schafft ihr das auch schon. Wenn ihr dann größere Projekte habt, wir zum Beispiel sind ein ganz großer Fan von Events. Irgendwie haben wir uns das angewöhnt, einen Haufen Events im Jahr zu veranstalten. Hier das kleine Werbevideo von unserem letzten Event, den Hacks on the Beach.
Wir haben da so einen schönen Strand in Flensburg und dachten, da könnte man ja mal irgendwie hin, ein bisschen arbeiten da. Veranstaltungen sind was echt Cooles, um eure Community zusammenzubringen. Vor allen Dingen nicht nur, weil es halt mal euren ganzen Verein wieder zusammenbringt, auch die Leute, die vielleicht immer so ein bisschen diese öffentlichen Treffen so schwänzen und sagen, hier haben wir eigentlich gar keine Zeit und gar keine Lust zu so, sondern es bringt halt auch die Leute zusammen, die sich interessieren für euch, die von extern kommen, aus anderen Vereinigungen. Und da könnt ihr wieder tolle Kooperationen schaffen. Wir selbst fahren halt das Hackerspace natürlich auch so ein bisschen so dieses Mini-Kongress, Mini-Chaos-Veranstaltungsding, wo wir halt irgendwie Arbeitsfläche bieten, wo wir Austausch bieten, ein kleines Vortragsprogramm, ein bisschen Party und ja, Spaß haben so. Also ein Mini-Kongress immer so. Und auch gerade lohnt es sich auch wieder bei euren Veranstaltungen. Macht euch Gedanken, dass die irgendwie vielleicht ein bisschen anders sind, dass die euren kleinen Spin haben. Wir haben jetzt so gesagt, wir gehen ans Wasser, weil wir sind maritim, nun gut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir dadurch irgendwie wieder eine ganz andere Atmosphäre hatten mit viel mehr draußen, viel mehr Interaktion so mit der Natur. Das war ganz schön. Aber überlegt doch auch, mit wem ihr kooperieren könnt. Ein zweites Event, was wir mittlerweile fahren, sind die Rüssbler-Tüftel-Tage zusammen mit Freunden aus dem Klimansland-Projekt. Und da haben wir jetzt Anfang diesen Jahres auch ein kleines Chaos-Event gemacht mit gut, was waren wir, so 180 bis 100 Leute irgendwie. Mhm. Auch wieder das Übliche, Hacken, Schnacken und ein bisschen chillen so. Aber halt wieder an einem anderen Ort mit neuen Leuten, auch wieder mit einer anderen Peer-Group, mit Leuten, die uns gar nicht kannten. Mit neuen Herausforderungen auch an der Location und viel Spaß am Gerät am Ende des Tages. Um so ein Event zu veranstalten, ja, was braucht man da? Nicht so wirklich viel. Man braucht so 2-3 Leute, die sich ehrenamtlich darum kümmern, so, die sozusagen die Projektleitung machen. Ihr braucht dann für die gewissen Dinge, die ihr benötigt, an Infrastruktur natürlich nochmal Leute. Also wenn ihr sagt, wir sind ein Hackerspace, wir wollen halt irgendwie auf unserer Veranstaltung halt Internet haben, dann macht das Sinn halt, dass eure Projektleitung auch jemanden benennt, der sich um dieses Internet am Ende kümmert. So. Dasselbe dann halt mit Verpflegung, Getränke und was wir sonst noch so haben wollen. Aber am Ende des Tages ist das alles relativ einfach zu organisieren. So. Da lohnt es sich auch einfach mal mit den Leuten hier zu sprechen, die hier den Kongress mit organisieren, mit den ganzen Engeln. So. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie 4000 freiwillige Helfer haben, um so ein Event für 100 Leute zu stemmen. So. Das tun auch irgendwie so 5-6 Leute ganz gut. Und deswegen macht was anderes, habt Spaß dabei. So. Ihr braucht dafür vielleicht auch mal ein bisschen Kohle, so, damit ihr dann ganz entspannt hier loungen könnt und nicht panisch im Kreis rumrennt. Und deswegen scheut euch nicht von euren Teilnehmenden dann auch mal einen kleinen Obolus dafür zu nehmen. Wenn ihr ein gemeinnütziger Verein seid, könnt ihr das alles super verrechnen. Unsere Finanzexperten können euch da gerne nach dem Talk noch Auskunft geben. Das ist alles ganz easy und habt eine schöne Zeit. So. Ja, und damit möchte ich eigentlich nur sagen, Hab Spaß am Gerät, hab Spaß im Verein, bildet eine coole kleine Community, werdet eine Clique. Ich glaube, uns hat das echt viel gebracht, so über die letzten 5-6 Jahre, die wir das machen, und sind echt happy. Wir haben viele neue Freunde gewonnen und haben irgendwie nicht vor, aufzuhören damit. So. Und wenn so ein Verein einmal läuft, dann läuft das auch. Und wir können nur sagen, macht euch keine Sorgen, ihr kriegt das auch hin. Und das Finanzamt, es klingt immer böse, aber wenn ihr mit denen sprecht irgendwie so und nicht jeden Brief verdaddelt, so, dann sind das auch ganz liebe, nette Leute. So. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, Samuel steht euch zur Verfügung. Genau, schreibt E-Mails, wir sind hier gleich noch nach dem Talk noch irgendwie da. Wir haben auch angefangen, so ein kleines GitHub-Repository mit so ein paar Fragen zu sammeln und Best Practices, weil gerade wenn man so einen Verein gründet, möchte man vielleicht nicht wissen, wie das jetzt in einem Hasenzuchtverein am besten geht, sondern so ein bisschen Hackerspace-nah. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Infos und da dürft ihr auch im Zweifelsfall gerne was dazu beitragen. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ja, danke nochmal auch von mir an Torben und Samuel. Wenn Fragen sind, wir haben noch ein bisschen Zeit für Q&A. Bitte zu Mikrofon 1. Das ist nämlich das Mikrofon, was dann nicht im Videobild ist. Ist das positiv oder negativ, wenn Sie keine Fragen haben? Ich glaube, wir haben es gut erklärt. Ja, immer positiv, alles positiv. Ach. Mikrofon Nummer 1, bitte. Ich habe nur eine kurze Frage. Habt ihr beim Notar einmal Verein bestellt oder habt ihr euch vorher so ziemlich alles, was man selber machen kann, selber gemacht? Weil man kann in Deutschland ja auch einfach zum Notar gehen und sagen, ich hätte gern einmal Verein, bitte. Und dann macht er alles. Ja, genau. Genau. Es gibt halt einmal die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie viel Geld und wollt das halt von einem Notar machen lassen, dann könnt ihr das auch von dem machen lassen. Also das ist schon eine Dienstleistung, die sie quasi anbieten. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie viel das kostet, aber vermutlich schon mehrere hunderte Euro.
Wenn man nur so eine Eintragung machen lässt, nach einer Mitgliederversammlung oder nach der Gründungsmitgliederversammlung, liegt man irgendwas so zwischen 90 und 140 Euro. Bei uns waren das irgendwie ungefähr mal 130 Euro beim Notar. Aber das ist dann quasi auch wirklich nur so eine reine Eintragungsgebühr. Aber die helfen einem dann quasi auch so ein bisschen so die Formfehler halt auszubügeln. Das heißt, da kommt dann, ihr habt irgendwie hier noch eine Unterschrift vergessen oder da muss irgendwie noch ein paar, oder irgendwie euer Protokoll muss irgendwie anders aussehen oder ist halt irgendwie so nicht ganz verständlich. Das heißt, die gucken da schon noch einmal vorher durch, wo man vielleicht so schnell Fehler macht, zum Beispiel, wenn man nicht ganz irgendwie die Abstimmungsergebnisse vielleicht nicht akkurat genug irgendwie so aufschreibt oder so. Das heißt, da hilft einem das Notar und das kostet dann auch nichts extra. Aber wir haben uns quasi selbst informiert. Auch weil das halt, also ich finde zumindest persönlich jetzt nicht so super kompliziert ist, wenn man sich, glaube ich, mal so einen Nachmittag oder so, vielleicht sogar weniger, irgendwie mal zu zweit oder so reinliest, dann ist man da auch so ungefähr drin, was im Vereinsrecht so da ist. Es gibt halt diese Satzung, kann man halt einfach kopieren so. Das nimmt einen ja niemand weg. Genau. Ja, ich glaube, wir haben uns damals, haben wir uns auch relativ viel orientiert ja, an anderen Hackerspace-Satzungen und Gebührenordnungen und gerade, ich weiß, der Backspace aus Bamberg, da haben wir auch viel her von dem, also danke nochmal an euch. Ja, cool. Herzlichen Dank nochmal an die, wir haben nochmal eine Frage, Mikrofon 1, sorry. Ja, ich wollte gerne wissen, ob ihr Erfahrungen mit dem Unterschied zwischen Satzung und Vereinsordnung gemacht habt. Also in Bezug auf die Einreichung beim Notar, weil, also ich kenne das Problem, eine Satzung ist ja nur dann gültig, wenn sie beim Notar eingereicht ist und jede Änderung ist wieder eine Einreichung und kostet wieder Geld. Deswegen sollte man ja Sachen, die man wahrscheinlich öfters ändert, nicht unbedingt in die Satzung schreiben, weil das dann ne, jedes Mal Kosten sind. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Wir haben relativ wenig Satzungsänderungen tatsächlich so. Also ich glaube, wir haben bisher nur eine einreichen müssen, als wir mal bei uns für die Mitgliederversammlung die benötigte Mitgliederanzahl runtergesenkt haben prozentuell. Und ansonsten gibt es da so auch Möglichkeiten, also gerade eine separate Finanzgebührenordnung so ist halt sinnvoll so. Also wir sagen zum Beispiel in unserer Satzung setzen wir nicht die Mitgliedsgebühren fest, sondern das wird dann wieder über ein anderes Stück Papier gemacht, was nur referenziert ist in der Satzung und sowas kann man tun. Aber es empfiehlt sich halt so eine Satzung schön kurz und trocken zu halten so. Und dann, also hast du ein spezifisches Beispiel, wo du sagst, so da wird jetzt viel geändert so? So. Nee, ich kenne es nur aus unserem Verein so, dass, also der besteht seit 20 Jahren ungefähr und in der Zwischenzeit ist einiges aufgelaufen an Änderungen und das ist natürlich dann irgendwann viel Arbeit, was dann gemacht werden muss und für alles muss man extra nachschlagen. Und wenn das dann doch nicht so passt, wie man sich's gedacht hat und der Notar oder die Notarin dann sagt, da müsst ihr nochmal drüber gucken. Also ich dachte, vielleicht habt ihr da auch schon irgendwie... Genau, also ich glaube, ja, also die Beitragsordnung, die haben wir auf jeden Fall separiert. Das würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, gerade wenn einem so einfällt, man möchte vielleicht noch eine neue Klasse von Mitgliedern oder so haben. Wenn man zum Beispiel mal so ein Jugendtreff oder so eröffnet, da ist das, glaube ich, schon mal sehr sinnvoll. Oder auch bei uns war so, dass wir halt mit den Räumlichkeiten, die wir gewachsen sind, auch so gemerkt haben, okay, das passt so mit dem Beitrag nicht ganz, da müssen wir so ein bisschen nach oben justieren. Da war das ganz gut, dass man das quasi in so einer extra Ordnung hat. Ich glaube, die Frage ist, oder ich glaube, das Wichtige, oder ich glaube, der wichtige Punkt bei der Satzung ist halt immer, dass die Satzung ja quasi so das rechtliche Fallback ist. Das heißt, ich glaube, wenn man es kann, sollte man, glaube ich, viele Dinge im Verein so regeln, wie man es halt kann, gerade wenn man, glaube ich, einen kleinen Verein hat, weil man sich da, glaube ich, halt nicht so verheddert hat in rechtlichen Dingen. Die Satzung ist, glaube ich, vor allem dann wichtig, wenn es halt um die rechtlichen Aspekte geht und vor allem, wenn man halt größer wird, um halt quasi da Klarheit zu sorgen. Genau, und so diese ganzen Themenpunkte, also gerade für eine Gemeinnützigkeit musst du auch irgendwie so einen leichten Themenpunkt einen Themenschwerpunkt einbauen in deine Satzung. Also wir zum Beispiel haben dann wieder die Volksbildung im digitalen Bereich drin so. Ja. Und das ist dann wieder auch so grob gefasst, da findet sich halt viel drunter. Aber wirklich die themenspezifischen Sachen werden dann wieder in einem regelmäßigen Plenum von allen Mitgliedern so besprochen dann einfach. Genau, deswegen, ja. Cool, wir haben noch eine Frage vom Signal Angel. Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet und zwar, wie lautet die URL richtig? Dieser Link da scheint nicht zu funktionieren. Ja, dann such doch mal bei GitHub nach Chaostreff-Flensburg, weil das sollte funktionieren. Interessant, wir werden das herausfinden.
Ja, es kann sein, dass der Link bestimmt ganz schnell nach diesem Talk ganz gut funktionieren wird. Ja, ganz schnell. Aber genau. Vielleicht haben wir das Report noch auch privat gelassen, fällt mir gerade auf. Das Bugfix folgt. Super, wir haben noch eine Frage, Mikrofon 1, bitte. Ja, hi. Wir haben jetzt gehört, so ein Verein bringt ja jede Menge Verpflichtungen mit. Vereine können auch verboten werden, ohne dass sie wissen, dass sie Vereine sind. Wissen wir auch. Habt ihr euch Gedanken gemacht, wie es ohne einen Verein oder einen eingetragenen Verein laufen könnte? Und was, oder vielleicht gibt es da Leute in diesem Raum, die Erfahrung gemacht haben mit Treffen ohne eine Vereinsstruktur? Du meinst, wie es aussieht zum Beispiel mit nicht eingetragenen Vereinen oder? Ja, ich meine, was hat euch tatsächlich bewegt, tatsächlich da einen eingetragenen Verein zu machen und nicht irgendwie eine Ethik irgendwie intern aufzustellen und danach einfach zu arbeiten? Genau, also ich glaube, ein großer Grund, warum wir uns einen Verein gegründet haben, ist, weil wir halt gesagt haben, wir wollen halt Räumlichkeiten haben und Werkzeug, die quasi von den Vereinsmitgliedern benutzt werden können, finanziert werden und auch alle darauf quasi ein Anrecht haben. Ein Verein funktioniert halt immer so, dass halt jede Person halt in diesem Verein halt eine Stimme hat. Das heißt, es ist nicht, dass irgendjemand irgendetwas bestimmen kann, wenn wir jetzt wieder halt auf dieser Mitgliederversammlungsebene sind. Da ist man quasi ein bisschen auf der Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man halt, weil wir halt gemeinnützig sind, halt auch wieder Spendenquittungen ausstellen können. Das heißt, da haben wir tatsächlich auch so einen Pool von Werkzeugen, die wir halt gespendet bekommen oder Geld, die wir halt gespendet bekommen, was wir da wieder einsetzen können. Das ist, glaube ich, für uns sehr vorteilhaft. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nur sagt, man sind halt irgendwie 5-6 Leute und sagt halt, man ist jetzt halt irgendwie, trifft sich nur irgendwie so zum Pizzaessen oder so, dann ist vielleicht wirklich so die Frage, ob das vielleicht zu viel Aufwand ist, einfach einen Verein zu gründen. Eine andere Möglichkeit, die es ja auch noch gibt, ist, das nennt man ja, es gibt ja einmal den eingetragenen Verein, das ist mal diese e.V.-Abkürzung. Dann gibt es halt auch noch so den nicht eingetragenen Verein, das heißt, da lässt man sich halt nicht eintragen. Das ist dann auch wieder sehr kompliziertes deutsches Recht, da bin ich jetzt auch nicht so ein Experte drin, aber da ist man dann quasi so ein bisschen wie so eine GbR, dass jeder, dass alle immer einem zustimmen müssen, dass man halt gemeinsam über das Geld verfügt. Aber das macht halt auch andere Dinge so ein bisschen komplizierter, weil mit so einem Verein kannst du einfach noch zu einer Bank hingehen und sagen, wir hätten gerne ein Vereinsbankkonto, wir würden gerne SEPA-Lastschriftmandate machen. Und das ist alles nicht so eine große Problematik dabei, weil das halt einfach so ein Modell ist, was andere Leute kennen. Wenn du anderen Leuten sagst, wir sind so ein Computerclub, so ein eingetragener Verein, der Computerdinge und Technikdinge macht, dann sagt halt auch irgendjemand, der wirklich sehr weit von diesem ganzen Computerkrams ist, sagt so wie, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil es gibt ja auch einen Sportverein, ihr seid halt ein Computerverein oder ein Technikverein. Und ich glaube, das macht es natürlich halt auch nochmal einfach. Ja, gerade dieser rechtliche Rahmen halt auch so, wenn du halt einfach anfängst, dich zu treffen mit deinen Freunden so und es gibt halt keine genaue, klare Strukturierung, da ist das halt alles im Raum, was ist das halt eigentlich so? Dann vielleicht beschließt irgendjemand, ach, ihr seid ja eigentlich doch ein Verein und hängt euch dann in den Hacken damit und will euch rechtlich da irgendwas anhängen oder ihr seid dann sagt jemand, ihr seid ja aber eine GbR so, die kann man ja auch aus Versehen gründen sozusagen. Und dann seid ihr plötzlich alle wieder haftbar dafür und da bietet halt auch ein Verein für seine Mitglieder so ein bisschen so einen leichten rechtlichen Schutz halt auch wieder. Danke. Ja, auch nochmal von mir herzliches Dankeschön. Herzlichen Dank an die beiden. Nochmal einen riesen Applaus. Dankeschön. Also, das wird das